Hey Bounty hier, was geht? Wir sind unterwegs in Forsaken Flyve mit meinem Slayer diesmal. Und zwar gibt es einige Veränderungen, die ich heute zeigen will. Und wir machen auch ein bisschen Aussehensveränderungen. Und es gab seit einer Woche kein Flyve-Video mehr, weil ich sehr viel gefarmt habe. Und zwar habe ich mir gekauft erstmal die Tarragon Mask. Die hat Angriffskraft 15%. Das ist sehr, sehr nice. Und was ich mir noch gekauft habe, ist Black Dragon Set. Das kann man hier bei den NPCs kaufen, in jeder Fraktion, in Flareis, St. Morning, Darkon und Velen. Hier bekommt man zum Beispiel die Boots. Und schauen wir kurz mal zum Beispiel in Darkon. Ich glaube, in Darkon waren es entweder die Gloves. Ich glaube, ja. Wie gesagt, das hat mich ein bisschen Zeit gekostet, deswegen gab es keine Videos mehr. Ja, hier gibt es die Gloves. Die kann man dann kaufen für 200 Fraktionsmünzen. Ich habe das gemacht mit meinem Force Master, deswegen sieht man das hier gerade nicht. Aber was sehr lange gedauert hat, ist nicht wirklich, dass man die Münzen sammelt, sondern dass man die Rufpunkte erhöht. Ich glaube, als erstes fängt man an mit neutral und dann kommt freundlich und dann. Was kommt dann? Ich glaube respektvoll. Nee, respektvoll ist das allerletzte. Ups. Danach kommt vertrauenswürdig. Und dann kommt erst wohlwollend. Und dann respektvoll ganz am Ende. Und man schließt halt verschiedene Quests ab in zum Beispiel Velen oder Velen Forest gibt es auch, glaube ich. Da war ich vorhin sogar, ja. Da schließt man dann die Quests ab und dann kriegt man eben zu jeder Fraktion Münzen und Rufpunkte. Man kann sich auch ganz andere Dinge hier kaufen, zum Beispiel Glyph oder respektvoll ist. Ich glaube, das dauert richtig lange. Zumindest auch, weil da eben 1500 Fraktionsmünzen sind. Ich habe ungefähr noch übrig mit meinem Force Master. Ich glaube, bei Indarkon habe ich so 400 Fraktionsmünzen noch. Ich glaube, wenn ich noch 2, 3 Wochen farmen würde, dann würde ich auch noch eine Glock bekommen. Vielleicht könnte ich die dann verkaufen zum Beispiel. Aber mal sehen. Das Erste, was wir heute machen, ist, dass wir. Ich brauche erstmal. Gehen wir nochmal dahin. Carsten Stahl ist am Start. Nice. Und zwar kaufe ich mir noch 4-mal Aussehensveränderungen. Die müssten hier sein. Ach so, nee, ich brauche nur noch dreimal. Ich habe vorhin schon eins gekauft. Die kauft man sich mit den Vote-Coupons. Die kann man sehr easy bekommen. Einfach hier auf jetzt voten drücken. Im Endeffekt votet man für den Server und dann kriegt man die Dinger umsonst. Jetzt mal sehen. Nicht, dass wir jetzt irgendwas falsch machen. Ich weiß auch, dass Black Dragon Set nicht das Beste ist, aber es ist besser als Wenge und später kommt dann Tarragon und am Ende kommt Iblis, aber das kostet irgendwie 1000 Chip-Perien oder so, keine Ahnung. Ist mir noch ein bisschen zu viel für jetzt, deswegen habe ich mich entschieden, Black Dragon Set zu holen. Da muss man auch dazu sagen, im Cash Shop kostet dieser Set 10 Euro. Und wenn man es selber farmt, braucht man vielleicht, wie gesagt, eine Woche. Aber ist schon ein gutes Gefühl, dass man sagen kann, okay, ich habe das Set habe ich selber gefarmt. Deswegen. Und ich habe auch die Sets verglichen mit Wenge. Das sind im Endeffekt. Ich glaube, alle Stats verdoppeln sich bis auf Angriffskraft. Aber dafür bekommt man Monsterschaden 10%. Nicht schlecht. Und Speed kriege ich eben auch das Doppelte. Alle Stats auch. HP ändert sich auch nichts. Und Spielerschaden. Aber Spielerschaden ist eher etwas für Leute, die eben PvP machen. Das andere, was ich noch zeigen wollte, ist neben der Maske. Ich habe mir Ghostmare Axt gekauft. Und die ist einfach nur krank, weil die sich bewegt. Kurz mal die Animation ansehen.
Ich fühle mich wie, als wäre ich Batman mit dieser Axt. Die gefällt mir sehr. Bevor ich Aminus mache, wollte ich noch was anderes machen. Und zwar, ich glaube, mittlerweile kennt ihr ja, dass ich sehr viel Wert drauf lege, wie alles aussieht. Und ich muss mal eine Scroll of Weapon Glow. Ich glaube, die andere war Shining. Ja, das hier nehmen wir mal kurz mit. Packe ich mal kurz drauf. Ich werde mir das nachher ansehen, nachdem ich Aminus gemacht habe. So, wir sind jetzt im Aminus Dungeon. Ich wollte noch mein Damage kurz zeigen, bevor wir wieder zurückgehen zu den Aussehensveränderungen. Wir sind gerade im Aminus Dungeon, wie schon vorhin erwähnt. Und ah, das habe ich noch vergessen. Mein Equipment gerade ist ja im Prinzip richtig schlecht. Schauen wir uns das kurz nochmal an. Ich habe richtig schlechte Forsaken Axes. Ich habe immer noch Forsaken Set. Auch nur mit 28% Attack. Black Dragon Set ohne irgendwelche Effekte. Also keine Crit Damage Erweckung drauf. Tarragon Maske ist nice. Valenic Glock haben wir. Glyph ist auch nur gering. Forsaken Axes sind relativ schlecht. Der hier hat nicht mal S-Karten. Dann haben wir noch Ruby und Halskette der Blüten mit 8% Attack. Es wird noch einige Veränderungen für den Slayer geben. Zudem ist mir gerade aufgefallen, ich habe nicht mal 20, Level 20 Engel. Das sind sehr, sehr schlechte Voraussetzungen gerade. Aber wie gesagt, ich werde mich erst ums Aussehen komplett kümmern. Und dann kommen noch ein paar andere Sachen zum Equipment dazu. Wie gesagt, ich kann aber nicht irgendwie die ganze Zeit Videos hochladen, weil ein Flive alles dauert eine Weile, weil man das irgendwie ein bisschen grinden muss. Zum Beispiel nur schon Black Dragon Set hat mich ungefähr gekostet eigentlich eine Woche, weil ich spiele vielleicht jetzt jeden Tag eine Stunde Forsaken Flive. Da mache ich eben meine Daily Quests und da gibt es eben ein Limit, das man dann erreichen kann. Deswegen, wie gesagt, alles dauert ein bisschen seine Zeit. Ich möchte noch kurz was ansehen, bevor wir das Video dann zu Ende bringen. Also wie schon erwähnt, Aussehen ist für mich eines der wichtigsten Dinge, auch ein Grund, warum ich überhaupt Forsaken Flive spiele, weil alles so gut aussieht in dem Game. Ich habe mir auch extra gekauft Samurai 5 Suit. So. Und dann nehmen wir mal kurz Feuer. Ich habe eine Idee. Die hier raus. Ich glaube, die Idee ist ganz gut. Und zwar habe ich jetzt auf der Legendary Golden Axt habe ich Glow-Effekt. Und da verändert sich dann eben das. Das Leuchteffekt, Glow-Effekt. Und ich finde die Kombi gerade richtig cool. Ich glaube, so wird erstmal mein Slayer aussehen für eine Weile. Ich bin sehr zufrieden, vor allem mit dem Catback. Und die Suit liebe ich sowieso. Ich habe mir auch überlegt, ob ich vielleicht die Samurai 1 kaufe. Meine allererste Überlegung war, dass ich Samurai 1 nehme und dann Fury Aminus Axt. Ne, nicht die hier. Achso, die andere. General Aminus. Weil die Farben sind komplett gleich. Dann habe ich mir noch gedacht, ich nehme noch Pink.
Pink Musk. Aber das vielleicht später erst, weil die kostet auch richtig viel. Das war so eine Idee vom Outfit her. Aber momentan bin ich sehr zufrieden. Das sieht einfach nur abnormal gut aus. Und ja, ich glaube, das reicht erstmal für heute. Ich kann mir vorstellen, dass wir im nächsten Video Roika Set kaufen, also Equipment. Und dann kann ich mir noch vorstellen, dass wir Roika Äxte kaufen. Aber wie gesagt, das kann ein bisschen dauern, weil Farm an sich dauert recht lange. Aber ich werde versuchen, alles aufzunehmen in der Entwicklungsphase von diesem Char. Ich muss auch an der Stelle sagen, mir gefällt sehr Slayer zu spielen. Mir gefällt auch sehr Force Master zu spielen. Aber Slayer ist schon ein ganz anderes Level. Aber wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen.